Dann hat jetzt das Wort der Kollege Schneider für die SPD-Fraktion. Carsten Schneider, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Kollege Kauder hat gerade gesagt, er ist ganz zufrieden mit dieser Koalition. Ich sage, wir Sozialdemokraten sind sehr zufrieden mit den ersten 6 Monaten in dieser Koalition. Nicht nur bezogen auf den Bundeshaushalt, den wir heute diskutieren, sondern auch die anderen Maßnahmen, das Rentenpaket der letzten Woche, das vielfach ja auch angegriffen wurde aus dem Gesichtspunkt der Generationengerechtigkeit. Heute der Haushalt ist das Gegenstück dazu, denn wir werden mit der Schuldenaufnahme, die in den letzten 40 Jahren stattgefunden hat in Deutschland, einen Schlusspunkt setzen. Das wird es nicht mehr geben. Dieser Haushalt ist strukturell ausgeglichen. Es hat ein sozialdemokratischer Finanzminister 2009 ins Grundgesetz mit unserer Zustimmung von SPD und CDU die Schuldenbremse installiert. Und wir werden 2015 bereits keine neuen Schulden mehr erreichen, dann unter einem christdemokratischen Finanzminister. Ich finde, das ist ein guter Erfolg und darauf kann man auch stolz sein. Dieser Haushalt, darauf sind die Kollegen der Grünen, Herr Hofer hat ja auch eingegangen, wer sei angeblich von Subventionen durchsiebt. Klar, es gibt auch immer Subventionen, klar, wir wollen die auch abbauen und wir gehen einen sehr, sehr großen Schritt. Denn mit der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns, die wir nächste Woche hier beschließen werden, wird die größte Einzelsubvention, die es im Bundeshaushalt jemals gab, abgeschafft. Über 7 Milliarden Euro wird der Staat sparen, weil er keine Lohnkostenzuschüsse, Subventionen für Niedriglöhne, für Lohndumping ausgeben wird. Das ist ein großer Erfolg. Das ist der erste Schritt zum Subventionsabbau, auf den wir Sozialdemokraten lange hingearbeitet haben. Er führt nicht nur zu einer gerechten, also mit angemessener Bezahlung, zumindest es gibt eine Untergrenze, ob das gerecht ist, ist eine andere Frage, aber es gibt eine Untergrenze, sondern er entlastet den Staatshaushalt auch noch. Und diese Entlastung haben wir noch nicht mal eingerechnet, nicht 2014, auch nicht 2015. Ich gehe davon aus, dass uns dies auch Spielräume bringen wird, um auch noch mehr Zukunftsinvestitionen in 2015 und die fortfolgenden Jahre zu investieren. Die positive Ausgangslage, die Hauptmann und Kauder hier geschildert haben in Deutschland, gute Steuereinnahmen, niedrige Arbeitslosigkeit, Überschüsse in der Sozialversicherung, haben ihre Ursache in einer gut ausgebildeten Arbeitnehmerschaft, im Unternehmertum, das auf Innovation setzt, in Wissenschaftler, aber sie haben ihre Ursache auch in politischen Rahmenbedingungen. Und diese politischen Rahmenbedingungen wurden in den vergangenen 10 Jahren unterschiedlich stark gewichtet und verändert. Ich glaube, das ist unstrittig, dass der Haupterfolg für unser heutiges Standing in Europa die Reform der Agenda 2010 war. Ohne die stünden wir wirtschaftlich nicht so, wie wir es heute sind. Und auch die Investitionen, die wir gemacht haben als Antwort auf die Finanzkrise, die Konjunkturprogramme, damals vor allem von Peer Steinbrück, Frank-Walter Steinmeier, Zustimmung auch der Unionsfraktion, durchgesetzt, haben uns durch diese Krise gebracht. Und wenn Sie, Herr Hofreiter, sagen, ich komme auf das Zitat nicht mehr, ich werde es nachgucken, aber irgendwie das sei sozialdemokratischer Beton und hätte nicht funktioniert, kann ich nur sagen, hätten wir dies nicht gemacht, stünden wir heute viel schlechter da, als wie wir es gemacht haben. Das war richtig. Das kommunale Investitionsprogramm, auch die Abwrackprämie, all diese Dinge, die wir gemacht haben, die Bildungsinvestitionen, haben sich ausgezahlt. Und es hat sich auch ausgezahlt, dass der Stabilitäts- und Wachstumspakt, über den ja heute ja auch schon in den vergangenen Wochen gesprochen wurde, dafür auch die Flexibilität gelassen hat. Denn er wurde 2005 reformiert und dann nochmal 2010, 2011 Sixpack und Twopack. Und innerhalb dieses Stabilitäts- und Wachstumspaktes kann man in Krisenzeiten investieren, muss dann aber auch in guten Zeiten zurückführen. Und wenn wir heute, nachdem wir in den vergangenen Jahren sehr oft über Euro-Rettungsthemen hier abgestimmt haben, in einer harten Kontroverse auch, aber dann auch mit breiten Mehrheiten, nicht immer gutiert von jedem in der Wissenschaft, die sich dann auch vielleicht mal fragen sollten im Nachklapp, ob sie immer so richtig lagen, dann zeigt sich, dass wir auf der Seite der Staatsschulden durch die Intervention der Europäischen Zentralbank mehr oder weniger eine Vergemeinschaftung von Staatsschulden haben. Wir haben sie aber nicht auf der Einnahmeseite, das heißt bei der Steuerpolitik.
Und ich erwarte, und auch in der Koordinierung der Wirtschaftspolitik, und Frau Bundeskanzlerin hat vorhin gesagt, dass sie in diesem Programm neben der Frage, wer wird Präsident, auch die Frage, was macht die Europäische Union, die Kommission in den nächsten 5 Jahren, ganz gezielt diese Frage wirtschaftspolitische Koordinierung in den Mittelpunkt gehört. Und das nicht nur auf dem Papier. Das, was Herr von Rompuy, zumindest das, was ich gelesen habe, da bisher vorgelegt hat, ist noch zu wenig. Wir brauchen auch eine stärkere Koordinierung, was die Wirtschaftspolitik betrifft. Wir brauchen eine stärkere Koordinierung, auch gemeinsames Handeln, insbesondere was die Steuerpolitik betrifft. Das ist eine grotesk offene Flanke, dass wir bei den Ausgaben mehr oder weniger bei den Schulden zusammensitzen, weil wir eine Währung haben, aber jeder mehr oder weniger in der Steuerpolitik machen kann, was er will. Das ist ein Konstruktionsfehler, und die Vervollständigung dieser hin zu einer Fiskalunion ist für die nächsten 5 Jahre eine der Hauptaufgaben, wenn wir den Euro dauerhaft stabilisieren wollen. Und da haben wir innerhalb der Koalition auch gute Ansätze. Ich denke, auch aus der alten Regierung noch, die Initiative zu dem Steuerdumping, legal Steuergestaltung, das unter der Chiffre BEPS steht, von der OECD aufgearbeitet, dass sich die genannten Konzerne Amazon, Google etc. die billigsten Steuersätze aussuchen können in den Ländern und dann die, ihre Erträge dorthin verschieben. Dem muss ein Riegel vorgeschoben werden. Und dazu gehört es aber auch, dass es dort nicht zu nationaler Autonomie wiederkommt. Und ich sehe mit Sorge, dass wir in Spanien derzeit, im Übrigen auch unter einem Rettungsschirmprogramm für den Bankensektor, für den Unternehmenssteuerbereich jetzt Senkungen sehen. Und das, obwohl das Land auch hohe Defizite hat. Ich persönlich kann das nicht akzeptieren. Ich erwarte auch, dass die Bundesregierung, Herr Bundesfinanzminister, das mal artikuliert. Das geht nicht. Jedes Land muss erst mal selber sehen, dass sie auch die zuständigen eigenen Steuereinnahmen generiert. Und aber auch für unsere Freunde in Frankreich, Thomas Oppermann hat darauf hingewiesen, das eine ist die Zeit zum Abbau des Defizits, die soll gegeben werden, wenn denn tatsächlich auch strukturelle Reformen stattfinden. Und wenn wir über die Weiterentwicklung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes sprechen, das werden wir Ende des Jahres, weil da ist eine Revisionsklausel eingebaut, dann finde ich, gehören 2 Dinge dazu. Erstens, wenn man schon in seinem Defizitverfahren ist, dass dann auch die Kontrolle über die wirtschaftspolitischen Maßnahmen, sei es der Kommission oder des Rates, ausgebaut und definitiv stärker werden. Denn sie sind bisher nur auf dem Papier und sie werden nicht angewandt. Nicht einmal Deutschland hält sich an die Empfehlung, was die wirtschaftspolitischen Fragen angeht im europäischen Semester. Das ist ein nicht hinnehmbarer Zustand, weil dann braucht man sich solche Gesetze nicht geben. Das Europäische Parlament hat in der Auswertung sich angeguckt, was aus diesen beschriebenen wirtschaftspolitischen Maßnahmen denn tatsächlich umgesetzt wurde. Es waren nicht einmal 12%. Nicht einmal 12%. Und ich habe mir das für Deutschland auch noch mal angesehen. Im Rahmen des europäischen Semesters gibt die Kommission uns auch Empfehlungen, und die sind auch gar nicht mal so verkehrt. Das ist zum einen, dass wir die Frauenerwerbsquote erhöhen müssen, dass wir die Kinderbetreuung ausbauen müssen. Das ist richtig, das wollen wir auch. Ich glaube, wir müssen dort auch noch mehr tun. Und dann wird auch die Frage sein, wie im Jahr 2015 der Fonds, den Ministerin Schwesig zu verwalten hat, für den Kita-Ausbau befüllt wird. Und ich erwarte von der Regierung, dass dort Geld zur Verfügung steht, diese über 500 Millionen, die wir verabredet haben, dass wir das auch tatsächlich investieren. Denn wir brauchen gute Kinderbetreuungsplätze in Deutschland, qualitativ und quantitativ. Sie empfehlen uns aber auch, dass wir im Bereich der Steuerpolitik Änderungen vornehmen sollen. Die Steuer- und Abgabenlast für Geringverdiener sei zu groß. Das ist interessant. Interessant auch, dass der Deutsche Gewerkschaftsbund sich hier einsetzt, dass wir nicht nur die Frage der kalten Progression, sondern eben auch den steilen Einstieg im unteren Bereich mindern. Ich wäre da sehr für zu haben, wenn wir es denn gegenfinanzieren. Wir als Sozialdemokraten glauben, wir können nicht 4 Jahre lang dort Stillstand herrschen, sondern wenn jemand Arbeit aufnimmt, wenn wir jetzt für viele Leute, Thomas Oppermann hat darauf hingewiesen, Lohnerhöhungen bekommen, dadurch, dass sie, wie bei mir in Erfurt, nicht mehr 5,50, sondern 8,50 verdienen und erstmal ist dann auch wieder nicht nur Sozialabgaben, sondern auch Steuern zahlen, wenn sie Alleinverdiener sind, dann soll das auch nicht dazu führen, dass sie im Endeffekt weniger haben, als wenn sie auf die Transferleistung angewiesen sind. Es muss sich auch lohnen, deswegen ist eine Entlastung in diesem Bereich durchaus etwas, was wir uns vorstellen können. Dann aber auch mit einer Gegenfinanzierung, auf die auch der Deutsche Gewerkschaftsbund hingewiesen hat, zum Beispiel im Bereich der Abgeltungssteuer, das heißt die Erträge auf
Zinsen und andere Formen. Der zweite Punkt in der europäischen Koordinierung ist neben der Frage der Verbindlichkeit auch die Frage der politischen Unterstützung. Und wenn wir uns Länder angucken und die vergleichen, was haben die in den letzten Jahren gemacht, so ist doch festzustellen, dass insbesondere Länder, die unter Programm des ESM und der EFSF, Abkürzung, die keiner versteht, stehen, also die finanzielle Hilfen aus den anderen Euro-Ländern auch von uns bekommen, dann, dass sie auch Auflagen hatten, hinter der sich breite parlamentarische Mehrheiten binden mussten. In Portugal zum Beispiel, aber auch in Irland. Und dort sind auch tatsächlich Reformen angegangen worden, die zur langfristigen Steigerung des Wirtschaftspotenzials sorgen. Von daher finde ich, dass eine weitere Verschärfung dieses Paktes auch darin liegen kann, dass wir eine breite Mehrheit erfordern. Dass es nicht sein kann, wie in Griechenland, dass der damalige Oppositionsführer Samaras dem damaligen, das war 2010, Präsidenten von der Sozialistischen Partei, dessen Name mir gerade nicht einfällt, Papandreas, quasi nicht geholfen hat. Nicht für eine breite Unterstützung stand, sondern wir 2 Jahre verloren haben, bis endlich eine Regierungsmehrheit stand. Wir brauchen dann auch breite politische Unterstützung, wenn ein Land so weit ist, dass es Unterstützung braucht und dann eben auch im Parlament. Und ich finde, das könnte eine Erweiterung dieses Stabilitäts- und Wachstumspaktes sein. Wenn wir über die Ausgaben des Bundeshaushaltes sprechen, den wir heute beschließen, nehme ich natürlich die Einnahmen mit im Blick. Bei den Ausgaben ist es so, die Investitionen sind für unser Wachstumspotenzial zu niedrig. Wir packen da zwar schon was drauf, in den nächsten 5 Jahren im Infrastrukturbereich nochmal 5 Milliarden. Das heißt aber, dass die Empfehlung, die zum Beispiel die Verkehrsministerkommission gegeben hat, der Vorsitz von Herrn Bodewig, pro Jahr in etwa 6 bis 7 Milliarden dort zu investieren, um den Bestand zu erhalten, also nicht Neubaumaßnahmen von Ortsumfahrung und anderen, sondern den Bestand zu erhalten, unsere wirtschaftliche Substanz zu erhalten, deutlich mehr investieren müssen. Ich sehe das als Aufgabe für die nächsten 3 Jahre in dieser Regierung, dass wir nicht nur von den Lorbeeren vergangener Zeiten leben, sondern dass wir auch in die Zukunft investieren. Das heißt es in der Infrastruktur, das heißt es aber auch in der Bildung, und ich schließe mich den Ausführungen von Herrn Kauder an, dann müssen auch die Länder das Geld, das wir als Bund zur Verfügung stellen, auch tatsächlich in den Bildungs- und Forschungsbereich investieren. Und das heißt aber auch, dass wir denjenigen es ermöglichen, zu studieren, die es aus dem eigenen Geldbeutel der Elternhaus nicht können. Und deswegen ist es gut, dass wir das BAföG als Bund jetzt komplett übernehmen und wir uns als Sozialdemokraten, was wir von Anfang an auch gesagt haben, für eine deutliche Erhöhung des BAföGs einsetzen. Bei den Einnahmen, wir haben darauf hingewiesen, es gibt unterschiedliche Vorstellungen in der Union, der SPD, in den grundsätzlichen Fragen, aber auch in kleinen Bereichen machen wir Fortschritte. Wir beraten gerade das Kroatien-Gesetz, klingt rein technisch, aber sind bei den Kollegen im Finanzausschuss schwergewichtige Fragen dort mit zu klären. Und es ist eine Frage der Gerechtigkeit, ob in Deutschland jeder nach seiner Leistungsfähigkeit besteuert wird. Und wir haben eine große Schere, nicht so sehr zwischen den Einkommen, aber vor allen Dingen zwischen den Vermögen. Und es gibt einen Fall, der öffentlich geworden ist, eines Erben eines großen Automobilzustellers und Herstellers, dessen Autos wir die meisten sich hier nicht leisten können, der über ein Milliardenvermögen verfügt, das zum großen Teil in stillen Reserven nicht versteuert ist und nun über noch legale Steuergestaltung dieses Vermögen ins Ausland, in die Alpen transferieren will. Jeder kann sich innerhalb der Europäischen Union seinen Wohnsitz suchen, aber klar ist auch, erarbeitetes Vermögen in Deutschland muss auch in Deutschland versteuert werden. Und deswegen hoffe ich sehr, dass es uns gelingt, in der nächsten Woche diese Lücke zu schließen und dafür zu sorgen, dass nicht nur die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und auch die Manager, wenn sie Einkommensteuer zahlen, hier ihren Beitrag leisten, sondern auch diejenigen, die über hohe Vermögen verfügen, die sie nur aufgrund der Stabilität der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Arbeitnehmer, auch ihres Unternehmertums, erreichen konnten. Das ist eine Frage der Fairness
Und es wird uns als Sozialdemokraten in den nächsten 3 Jahren hier im Bundestag in dieser Koalition auch weitertreiben. Ich hoffe, wir haben Sie dabei an unserer Seite. Vielen Dank. Nächste Rednerin. Carsten Schneider war das, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion.